Warum stecken Töpfe neben den Tomatenpflanzen in der Erde? Hallo, herzlich willkommen bei der Gartenmoni. Ich möchte heute ein Rätsel auflösen. Es geht um die Töpfe, die ich immer in die, an jeder Tomatenpflanze in die Erde reinstecke. Schreiben immer mehr, was bedeutet das? Einige wissen das sicher. Das wurde früher aber auch schon so gemacht, da kann ich mich noch erinnern an meine Mutter, die hat es immer gemacht, allerdings mit Tontöpfen. Ich habe nur Plastiktöpfe. Tontöpfe werden natürlich besser, weil die stecken besser in der Erde. Ich zeige euch jetzt erst einmal, wie die in der Erde stecken. Hier sieht man, an jeder Tomatenpflanze habe ich seitlich so einen Plastiktopf reingesteckt. Der ist ziemlich fest, weil er hat sich schon richtig reingeschwemmt. Ja, und jetzt fragt ihr euch, was soll das? Es ist so, Tomaten sind ja Flachwurzler. Und also gehen die Wurzeln ziemlich flach. Aber es gehen ja auch welche tiefer rein. Wenn es jetzt heiß ist und man gießt obendrauf, meistens schwemmt das Wasser weg. Das Wasser geht nicht einmal bis zu den Wurzeln hin, bis zu den oberflächlichen Wurzeln. Und deshalb steckt man Töpfe in die Erde, gießt hier rein und dann verteilt sich das praktisch unterirdisch zu den Wurzeln. Und da haben dann die Tomaten genug Wasser. Es verdunstet dann nichts, weil ja das unterirdisch ist, sagen wir so. Und die Tomaten haben eben dann genug Wasser. Deswegen gieße ich dann auch noch einmal kurz oben drauf. Aber muss man dann nicht. Es reicht, wenn man immer hier reingießt. Immer so, jeden Tag mache ich so einen Topf voll und es reicht voll und ganz. Und das mache ich bei jeder Tomatenpflanze so. Also wie gesagt, ich habe jetzt Plastiktöpfe genommen. Die Tontöpfe, die liegen besser drin. Also wenn jetzt Sturm ist oder so, das war ja neulich einmal, dann hat es mal manche Töpfe, auch durch den Regen, es hat es aufgeschwemmt gehabt und der Sturm hat es manche ein bisschen rausgehauen, muss ich halt dann wieder reinstecken. Während man bei Tontöpfen, die liegen halt fest in der Erde drin, da passiert dann nichts. Aber es geht so auch, man muss halt dann wieder kontrollieren. Also wenn ihr das machen wollt, das ist eine sinnvolle Sache. Die Tomaten bekommen genug und vor allem an der richtigen Stelle das Wasser. Es verdunstet da nichts, weil gerade jetzt im Sommer brauchen sie viel Wasser und man kann ja nicht ständig drauf gießen. Und so ist, wie gesagt, einmal gieße ich da rein, einmal am Tag und es reicht. Und ich mache es natürlich schräg, das seht ihr ja, die sind alle schräg, weil wenn ich es gerade mache, sickert ja das Wasser nach unten. Aber so geht es ja auch seitlich hin, weil die Tomaten im Flachwurzel sind. Es verteilt sich ja alles dann da. Das ist das Geheimnis von meinen Töpfen neben den Tomatenstücken. Jetzt wisst ihr es. Ja, wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und wer mich unterstützen will, kann gerne oben mal klicken. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Tipp, eure Gartenmoni. Tschüss.